Fackel blenden. So, und dann hier so. Gut. Provisorische Wohnung, was auch immer. Machen uns zwei Öfen. Zwei Öfen stellen die hier und hier. Beziehungsweise da. Kohle. Kohle. Und hier. Bett. Bett, Bett, Bett. Wolle ist oben, genau. Muss ja, ne? Back und schlaf gut. Gut, gut. Hier ist Fleisch. Hier ist Fleisch drinne. Das war das hier. Und das soll auch schon reichen. Hier drei Eisen. Das gibt doch schon mal ein Schwert. Ne? Oh, ne, so. Back, back. Und Schwert haben wir schon. Spitzhacke ist noch genug. Ja, das passt alles noch. Sehr gut. So. Halten wir das auch noch weg. Das auch noch. Ist ja scheißegal. Das haben wir ja eh wieder ein. Und ja, dann laufen wir irgendwo rum. Ich laufe da bestimmt irgendwie wieder im Kreis oder so, aber naja. Kann man nichts machen. Ich laufe gerne im Kreis. Lass mich. Das macht voll Spaß und so im Kreis zu laufen. Müsst ihr auch mal probieren. Ich versuche jetzt irgendwie wieder nach Hause zu kommen, aber ich glaube, es geht irgendwo da lang. Bestimmt, ne? Ja. Irgendwo da lang. Ich werde schon nach Hause finden. Ich glaub dran. Hadadit, hadadit. So. So. Ja. Da ist schon mal Wüste, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und daneben dran ist direkt nur Dschungel. Ich bin so lange mit dem Boot gefahren, ich hätte einfach da hingehen können. Naja. Geronimo Platsch, Arschbombe. Da ist mein Haus und ich glaube, ich gehe mich jetzt mal ein bisschen nach dort erkunden. Ja, das sieht gut aus. Das mache ich jetzt auch mal. Ich meine, ich habe ja eh nichts anderes zu tun. Außer vielleicht Diamanten farmen, aber dann werden ja drei Folgen hintereinander farmen oder so. Und das will ich auch nicht tun. Und so, ne? Ich glaube, da ist nichts. Kühe und Schweine. Vielleicht hätte ich meine Sachen ablagern können. Ja, mache ich nochmal ganz schnell hier, ne? So viel Zeit muss sein. Wie lange haben wir denn überhaupt schon? 20 Minuten. Geht ja schon noch, ne? Ich will ja heute zwei Folgen rausbringen, beziehungsweise nicht zwei Folgen rausbringen, sondern zwei Folgen drehen. Weil ich morgen, habe ich schon gesagt, keine Zeit habe. Wenn ich drei Folgen drehen würde, könnte ich übermorgen frei machen. So gesehen, frei. Das ist ja sozusagen ein Nebenjob von mir, wenn man es so sehen will. Weil, ne, mir geht es natürlich alles nur ums Geld. Das sieht immer wieder cool aus. Das war natürlich ironisch gemeint, mir geht es nicht um Geld. Früher, vor langer, langer Zeit, wo ich noch anders hieß, also auf YouTube, ne, hatte ich schon Videos. Das war circa 2010, wenn nicht sogar noch früher schon. Und damals war ich noch nicht Partner und konnte nie im Leben Partner werden. Das war nämlich einfach so Spaßprojekte und so. Damals hatte ich halt einfach, keine Ahnung, ich hatte einfach komische Videos gedreht mit meiner Handykamera und habe die einfach online gestellt. Extrem crazy fucking Scheiß-Videos. Das ist klar, dass es Scheiße-Videos waren. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht, die einfach zu machen, irgendwelche Freunde zu filmen und dann die irgendwie zu Dingens, die da irgendwie online zu stellen und so. Das waren total Scheiß-Videos, aber ich habe das dann einfach damals gemacht, einfach aus, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, einfach weil ich es konnte. Man macht viele Sachen einfach, weil man es kann. Und ja, auch wenn es scheiße war. Aber das ist nun mal so. Dass wir auch noch ablegen. Boot bauen wir auch nicht. Vielleicht machen wir uns noch eine zweite Spitzhacke oder nehmen ein bisschen Holz mit oder sowas. So viel Holz sollte reichen. Und noch ein bisschen Eisen. Dann sollte das schon passen. Das nehmen wir auch noch mit.
das stecken wir da rein. Ist das total Kohleverschwendung? Beziehungsweise, ne? Ihr wisst schon. Kohle rein. Hopp, die hopp. Und dann ab geht's. Wir haben ja eh genug Kohle. Also soll das kein Problem sein. Essen ist ja auch noch genug. So. Erstmal ordentlich hinsetzen. Ob diese Folge wieder Bullshit heißen wird oder Bullshit erzählen. Ah, wir werden sehen. Zappadabadab. So. Wir suchen immer noch eine Höhle oder sowas. So eine ordentliche. Nicht irgendwie so eine Pipifax-Höhle. Hier ist ausgeleuchtet. Warum das denn? Vielleicht deshalb? Ist hier irgendwas Interessantes drinne? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das überhaupt ausgeleuchtet? Bestimmt, ne? Muss ja. Aber diese Anfangsdingens, Anfangstruhe hat ja auch 4 Fackeln. Aber ich glaube, das war ich schon, ne? Ja. Müsste eigentlich schon, ne? Aber hier ist nichts drin. Zumindest nichts Besonderes. Okay. Interessant. Nichts Besonderes drin. Dann mal weiter. Kühe schlachten mal direkt. Ach, ich hätte wieder Dingens mitnehmen können, ne? Ja. Wieder Feuerzeug mitnehmen können. Habe ich aber auch vergessen. Ja. Tja, ja. Alzheimer und so. Knochen habe ich nicht. Habe ich schon Hunde? Ich glaube schon, oder? Ne, habe ich nicht. Das war bei meinen anderen Welt. Was ich offline selber spiele. Da hatte ich Hunde. Da war viel zu viele. Die nerven manchmal echt extrem. Besonders wenn man so ein Mini-Haus hat, wo überall alles voll eng ist und so, ne? Können die mal extrem nerven. Hier sind extrem viele Kühe. Das ist wieder seit dem neuen Update oder so, dass hier wieder Kühe wachsen oder was. Vorher gab es ja mal, also ganz, ganz lange Zeit, spawnten die noch regelmäßig, wenn es Tag wird. Und nachts gehen die auch wieder weg. Das fand ich eigentlich recht cool. Aber das mit den neuen, dass die für immer da bleiben und man muss sie züchten, finde ich eigentlich auch recht cool. Aber was ich scheiße fand, ist halt, dass die Kühe irgendwie total selten waren. Aber jetzt scheint es ja wieder ordentlich Kühe zu geben. Das ist durchaus in Ordnung. Finde ich. So. Ey. Ey, da ist auch eine Fackel. Was geht denn hier ab? War ich das überhaupt? Ich kann mich schon an gar nichts mehr erinnern. Ach, das war Dingens. Krass. Und wieso liegt hier Kohle? Krass, krass. Da haben wir wieder jeden gefunden. Ich hab's nicht nur mit Orientierung, sondern einfach irgendwo hinlaufen. Wird schon passen. Noch nebenbei ein bisschen Samen suchen. Hier wäre dieser Riss, wo ich lieber nicht nochmal versuche, drüber zu springen. Okay, ich habe keine Dingens mit. Keine Materialien, um mich irgendwo hinbauen zu können. Dann gehen wir mal hier lang. Sind noch mehr Kühe. Kühe, Kühe, stirb. Ich glaube, wir sind wirklich auf einer Insel. Also so groß ist das gar nicht. Überall Meer drumrum. Bester Satz ever. Eine Insel, was vom Wasser bedeckt wurde oder so. Nee. Eine Insel, wo drumrum nur Wasser war. Ist das nicht irgendwie total logisch? Ein Insel, wo überall... Ach, fuck, ich habe schon wieder vergessen zu sagen, Perversion. Ja, ich habe es eigentlich versprochen, dass sie vor jeden Part einmal zu sagen, also Anfang jeden Part ist, einmal Perversion zu sagen.
Einfach weil ich das jemand schulde. Perversern, ne? Perversern, Perversern, Perversern. Perversern. Das klingt ein bisschen wie pervers. Perversern. Naja. Wir können ja gerne darüber diskutieren, ob ihr diesen Name oder diese Wort mögt. Perversern. Ich glaube, das wird so mein Slogan. Perversern for the win. Nein, wird's nicht. Perversern. Klingt schon komisch, wa? Irgendwie klingt es ja schon komisch. Tjum. Hier geht's runter. Na super. So, perfekt. Jetzt kann ich Kühe anbrennen und so. Yeah, bin ich cool. Ja, wo sollen wir denn lang? Oder auch Hühner anbrennen. Ja, so. Guck, gebrannter Chicken. Sehr cool, oder? Bloß die Hühner sind manchmal so dumm, dass sie nicht abhauen. Dass sie nicht abhauen und dann. Und dann und dann und dann verbrennen die manchmal. Und bei. Aua. Ich meine, Scheiße. Ich meine Schokoladenpudding. Und bei auf Schnee kann man halt kein Feuer machen. Aber es braucht trotzdem Feuerzeug. Ja, ich glaube, ich brenne mal den Wald hier ab. Ich spielte schon immer gerne mit Feuer. So, guck. Zack, zack, zack. Perfekt. Hier noch ein bisschen. Hier. Vielleicht sollte ich mir noch mehr Flint holen, bevor mein Feuerzeug kaputt geht. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, ich spiele wirklich gerne mit Feuer. Auch in echt. Übrigens, ich habe ja gesagt, dass ich weiß nicht, ob es diese Part war oder der letzte Part, dass ich früher schon mal Videos hochgeladen habe. Und so auf einem anderen Kanal. Und damals hatte ich noch sehr viel Feiervideos, wo ich irgendeinen Driss gemacht habe. Keine Ahnung, eine Klopapierrolle mit Feuerzeugbenzin überkippt und dann auch angezündet und dann BÄM explodiert und so ein Quatsch, ne? Habe ich auch schon mal gemacht. Sollte man nicht nachmachen. Zumindest meistens nicht nachmachen. Aua, aua. Aua. Ich sterbe, ich sterbe, ich werde sterben, oh mein Gott! Oh, hier ist Wasser, gut. Da ist Creeper. Komm her. Komm her. Aha, du brennst. Loser. Loser, Loser, Loser. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt irgendwie nach Hause und wenn es wieder Tag ist, machen wir eine Aufnahmepause. Haben diesmal nicht viel erreicht, im Gegensatz zum letzten Mal. Da haben wir relativ viele Diamanten gefunden. Aber musste ja auch mal sein, einfach mal ein bisschen zu erkunden. Zwar nichts Großartiges entdeckt, aber trotzdem. Und ich glaube, mein Feuerzeug geht heute Nacht noch leer. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Rommela, geh weg. Ja. Zack. Oh, zack. Hey. Brenn. Burn, Motherfucker, burn. Zack. Alter, Alter, Alter. Alter, stirb. Ich sterbe. Aufpassen. Da sterbe ich wirklich noch. Okay. Wo geht's nach Hause? Hier ist eine Höhle. Sieht interessant aus. Haha. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Super Ninja-Style. Bam, bam. Von hinten. Alle massakrieren. Zacka, 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 Bogen. Nein, bin ich gut. Ich sollte echt Minecraft-Profi werden. Ach, ich denke mal, ich kann hier eine Aufnahmepause machen, oder? Ja, durch. Alter! Krass! Mir hängen Pfeile! Geil! Ah, die gehen wieder weg. Schade. Krass, ey. Ja, nicht schlecht. Ja, ich denke mal, ich. Guck hier noch ein bisschen kurz drinne, ob es noch tiefer weitergeht. Rein,
tiefer reingeht, ob es noch tiefer reingeht, ob es noch tiefer reingeht. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge vergießen oder so einen Scheiß zergießen, keine Ahnung, was weiß ich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Scheinbar geht es noch tiefer rein. Es geht noch tiefer rein. Tiefer, Junge, tiefer. Oh mein Gott. Mein Niveau senkt. Niveau. Niveau. Niveau ist la vida. Nein. Da ist noch mehr Eisen. Und hier ist Fledermäuse. Ist ja auch schön. Zu wissen, dass hier noch irgendwas ist. Nicht mal alleine bin. Dass ich nicht nur alleine bin. Und schau da hier. Nein, 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 hier, nein, hier, nein, 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 hier. Ach, hier kann man noch ein bisschen Flint rausholen. So. Hey, scheiß Fledermaus. Burn. Ich glaube, der kann nicht brennen. Ich weiß nicht. Scheiß drauf. Burn, Fledermaus, burn. Doch, die können brennen. Die können brennen. Cool. Ja, die können brennen. Das weiß ich ja schon mal. Da lang, möchte ich weiter da lang. Ich glaube, hier geht es eh bald zu Ende. Ne, ich glaube noch nicht. Egal, da war ein Skelett. Wir gehen hier lang. Hier ist Eisen. Minecraft ist echt so ein kleines Suchti-Spiel, wa? Hinter mir ist ein Skelett. Drauf geschissen. Beachte ich nicht. Und hier geht's wieder raus. Interessant. Beziehungsweise auch rein. Noch mehr Eisen. Kann man alles gut gebrauchen. Ja. Sind jetzt schon in Level 28? Das geht schon mal ratzifatzi, du. Aua. Ach, hier ist ja gar nichts mehr. Dann muss ich ja sogar zurück. Ja. Ich gehe nochmal kurz dorthin. Oh, hier geht's noch lang. Interessant. Interessant. Aber das ist auch irgendwie miteinander verbunden. Ja. Ich denke mal, ich versuche nächstes Mal rauszufinden und dann wieder nach Hause zu gehen, beziehungsweise noch schnell auf Level 30 zu kommen irgendwie. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, der Rest von meiner Leute. Ciao.